Ah, das Frauendrama mit dem Salat, das Salattrauma der Frauen. Du musst einfach nur zweimal am Tag Salat essen. Am besten du machst kein Öl rein, ein ganz kleines bisschen Essig und mach bloß kein Fleisch rein oder Fisch oder Käse, sonst irgendwas. Du kannst sonst nicht abnehmen. Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannter als Mr. T. Heute tatsächlich mit dem Thema Frauen und das Salattrauma. Ihr wisst, ich bin ja schon ganz, ganz lange in der Szene, in der Fitnessszene und in der Szene der Ernährungsberatung und dem gesunden Fitness-Lifestyle. Und ja, es ist immer noch so, dass wie soll man sagen, dieses Verhältnis zum Salat und Frauen, der ist ein bisschen gestört. Es gibt tatsächlich noch ganz viele, die in der Tat glauben, dass wenn man jeden Tag und wochenlang nur Salat isst, am besten auch mit ganz wenig Öl drin und so kalorienarm wie möglich, dass man da letztendlich auf Dauer gesund abnehmen kann. Also, Freunde, schaut mal. Salat. Also Salat, was ist Salat? Salat ist grünes Zeug. Und das ist ja auch gut so. Und es ist auch gut, dass es das gibt. Salat ist ja auch wichtig, weil da sind ja Vitamine und Mikronährstoffe drin, Mineralstoffe ein bisschen drin, Ballaststoffe sind auch da. Das ist ja richtig wichtig. Aber passt auf, ihr seid 1,65 Meter groß, ihr bringt 80 Kilo auf der Waage. Ihr habt natürlich auch eine gewisse Grundsubstanz an Muskulatur, ihr lieben Mädchen und Ladies. So, und die soll jetzt über Wochen hinweg durch Salat am Leben erhalten werden. Also ein kompletter menschlicher Organismus lebt hauptsächlich von Salat. Schwierig, oder? Erstmal, weil ist im Salat wirklich alles drin, was wir brauchen, oder fehlt da ein bisschen was? Das nächste ist, was macht man, wenn man jetzt 4, 5, 6, 7, 8 Wochen, letztendlich bis es irgendwann mal einem hier oben steht, den Salat nicht mehr sehen kann? Was macht man dann als nächstes? Was macht man? Man hat tatsächlich wahrscheinlich eben, ja, die ein oder andere Pfündchen hat man schon verloren in Form von Wasser, vielleicht sogar Fett, vielleicht sogar Muskulatur. Und irgendwann ist der Punkt angekommen, wo man sagt, oh, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr auf Salat. Ja, das Gewicht ist ja auch schon 4, 5, 6 Kilo unten. Okay, jetzt reicht's. Und was macht man dann? Ja, dann kommt man wieder zurück ins alte Essverhalten. Das heißt, es kommen wieder die Nudeln, die Kartoffeln, der Reis, der Fastfood, der Wein, das Bier, die Schokolade, die Wurst, der Käse, kommt alles wieder dazu. Und was passiert? Was passiert seit über 50 Jahren, seit es dieses Salattrauma gibt? Genau. Ihr Ladies landet doch früher oder später wieder an eurer Ausgangsposition. Ihr kommt doch wieder genau dorthin, wo ihr schon mal wart. Was macht ihr danach wieder? Okay, nächstes Jahr nochmal. Yes! Ich habe mit Salat Erfolg gehabt. Dieses Grünzeug hat dafür gesorgt, dass ich endlich mal einen ganz flachen Bauch kriege und endlich Gewicht verliere. Und ihr macht wieder. Ihr stolpert wieder ins Salattrauma. Was macht ihr wieder? Okay, wieder Salat essen. Und leider kommt ihr immer wieder auf den gleichen Ausgangsposition raus. Das heißt, ihr dreht euch um 360 Grad und kommt im Ursprung wieder raus. Das heißt, ja, ihr habt 70 Kilo gehabt, dann wart ihr auf 62, seid ihr wieder auf 70 Kilo. Ein halbes Jahr seid ihr auf 71 Kilo, macht ihr nochmal eine Salatdiät, dann seid ihr auf 72 Kilo. Immer dann, wenn ihr Salatdiät gemacht habt und danach nehmt ihr wieder zu, steigert sich das Gewicht immer ein bisschen nach oben. Und das alles wegen diesem verdammten Salat. Liebe Ladies, wo liegt die Lösung? Die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Mit Salat alleine nimmt man nicht ab. Mit Salat alleine führt ihr einfach wahnsinnig wenig Kalorien zu euch. Und der Körper wird sich natürlich zwangsläufig auch ein Stückweise arrangieren und mit dieser wenig Energie zurechtkommen. Das erkennt ihr daran, dass ihr am Anfang eures Salatdramas extrem Hunger habt und nach einer gewissen Zeit wird der Hunger bei den meisten sogar wesentlich besser. Ihr habt gar nicht mehr so viel Hunger. Woran liegt das? Liegt das vielleicht daran, dass sich der Organismus, dein Organismus, so langsam mit der Thematik arrangiert? Mit hundertprozentiger Sicherheit. Und irgendwann ist ja klar, dass ihr dann mal wieder normal esst. Aber ihr habt in der Zeit, wo ihr euch mit eurem Salat rumgeschlagen habt, habt ihr nichts dazugelernt. Ihr habt ja nichts dazugelernt, wie ernähre ich mich tatsächlich. Man ernährt sich nicht nur von Salat.
Da gibt es noch ganz verschiedene Komponenten, je nachdem, was ihr seid, ob ihr Mischköstler seid, ob ihr Vegetarier seid, gibt es ja ganz verschiedene Komponenten, wie zum Beispiel, man sollte ausreichend Protein zuführen, man sollte ausreichend Fette zuführen und man kann natürlich auch ein paar Kohlenhydrate zuführen. Die Frage ist immer nur, wie viel. Aber nee, ihr habt euch komplett auf den Salat fixiert. Ja, und das funktioniert, liebe Ladies, das funktioniert, weil einfach eine ganz wichtige Komponente fehlt. Und das ist tatsächlich ausreichend Fette zuführen, ausreichend Proteine zuführen. Wenn ihr über Wochen hinweg mit Salat arbeitet, dann seid ihr unten vielleicht bei 300, 400, 500, 600 Kalorien. Ja, und danach, wenn ihr normal esst, geht ihr wieder nach oben. Das heißt, ihr führt eure normalen Nährstoffe wieder zu und seid wieder bei 2000, 2200, 2500 Kalorien und schön natürlich mit Fetten, schön mit Proteinen und schön mit Kohlenhydraten. Dann wahrscheinlich auch noch die falsche Art der Kohlenhydrate, viel zu viel Energielieferanten in Form von Kohlenhydrate. Und was wird euer Organismus machen? Genau, der sagt, liebe Lady, wenn du glaubst, du kannst mich hier mit dem Salat schlank machen, dann zeige ich dir, wie es funktioniert. Und zwar wird der Organismus der Frau, auch nicht nur Frau, aber wir haben es heute speziell von den Frauen, weil die nämlich häufiger diese Salatdrama erleben, ja, die werden dann eben ganz einfach wieder ein bisschen mehr an Körperfett anhäufen. Warum? Dass wenn das nächste Salatdrama kommt, dass ihr es da länger überlebt. Das ist der Überlebensmodus des Menschen. So hat unsere Struktur, unsere menschliche Struktur hat sich so entwickelt. Und der Körper macht nichts anderes, wie sich schützen. Und wenn du ihn immer wieder quälst, durch Mini-Eiszeiten, in denen du extrem wenig an Kalorien zuführst und dann auch noch nur noch in Form von Salaten, ja, dann sagt der Körper, die nächste Eiszeit, die überlebe ich noch länger. Und damit ich die noch länger überlebe, werde ich mir einfach noch ein bisschen mehr an Körperfett anhäufen. Also gibt es noch einen Pfund auf den Hintern, noch einen Pfund auf den Bauch und noch einen Pfund auf die Oberschenkel. Tja, und nach 20 Salatdiäten, wenn ihr ursprünglich mal bei 60 Kilo wart, wollt aber 55 Kilo haben, nach der 20. Salatdiät haben die meisten Ladies nicht mehr 60 Kilo, sondern 70, 75 bis 80 Kilo. Weil jedes Mal ein Pfündchen oder ein Kilo mehr an Körperfett draufkommt, innerhalb von einem halben Jahr, dreiviertel Jahr bis Jahr. Warum? Weil der Körper gelernt hat, weil ihr habt den ja konditioniert. Ihr habt sie mir beigebracht zu sparen. So, und genau das ist ein ganz großer Fehler. Und jetzt erwartet ihr von mir natürlich eine Lösung. Und die kriegt ihr natürlich auch. Das ist eine relativ einfache Lösung. 3 Mahlzeiten am Tag. So weit wie möglich artenbedarfsgerecht. Artgerecht, stellt euch vor, ist das Weißbrot artgerecht? Also so nah wie möglich im Ursprung des Kornes? Nein. Ist der Kartoffelbrei so weit wie möglich nah am Ursprung der Kartoffel? Nein. Ist der panierte Fisch mit ganz viel Soße drüber ganz nah am Ursprungsfisch, so wie er mal im Wasser rumgeschwommen ist, da hat er keine Soße auf dem Helm gehabt. Und hat auch kein Dressing, was weiß ich was alles um sich herum, eine Remouladensoße, was alles da gibt, hat er nicht gehabt, sondern war pur. So, das Gleiche gilt natürlich für alle Fleischsachen. Ist das Rind mit der Soße auf dem Rücken übers Feld galoppiert? Nein, das war relativ Natur. Ja, und so ist es alles, dass ihr so weit wie möglich artgerecht euch ernähren solltet. 3 Mahlzeiten am Tag, am besten mit Abstand von 4 bis 5 Stunden von einer Mahlzeit zur anderen. Dass er energetisch am Abend nicht die größte Mahlzeit zuführt, wenn er danach 2 Stunden später ins Bett liegt, weil der Körper diese Energie nicht mehr verarbeiten kann. Alles, was er nicht mehr verarbeiten kann, wo fährt er das hin? Das fährt er gern hier an den Hintern und hier an den Oberschenkel und eventuell auch noch am Bauch. Das brauchen wir nicht. So, Ladies. Also, ich hoffe, dass ich euch ein Stück weit zum Thema Salatdrama weiterhelfen konnte. Und ja, wenn ihr dazu Fragen habt, Informationen braucht, dann schreibt es doch einfach ganz unten in die Bemerkung rein. Ich werde sicherlich den Weg finden, entweder ein Video darüber zu machen oder es gibt einen Podcast von mir. Ja, ihr könnt auch bei mir Podcast anhören. Wenn ihr sagt, den komischen Vogel möchte ich nicht mehr sehen, dann hört doch einfach nur zu. Und das gibt es als Podcast. Und deswegen, Freunde, unten in den Bemerkungen findet ihr den Link zum Podcast von mir und da könnt ihr mal in aller Ruhe so 20 Minuten Podcast anhören, ohne dass ihr mich visuell ertragen müsst. Das war's, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T.
heute zum Thema Frauen und das Salatdrama.